Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek, ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht. Im heutigen Videoblog geht es um das Thema Überstunden bei Kündigung. Viele Arbeitnehmer kommen zu mir mit einer Kündigung und wollen dann auch noch Überstunden haben. Das liegt häufig daran, dass die Überstunden geleistet werden, weil man sich im Betrieb wohlfühlt oder weil das Unternehmen vielleicht sogar umgekehrt schon kriselt und man will jetzt nicht auffallen und macht ja lieber ein bisschen mehr. Hat verschiedenste Gründe. Jedenfalls dann, wenn die Kündigung da ist, dann sagt man, da möchte ich aber auch meine Überstunden vergütet haben, wenn ich jetzt da rausfliege. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist die, dass wir natürlich auch unsere Mandanten fragen, was gibt es denn noch für Ansprüche? Wir wollen natürlich im Hinblick auf die Abfindung den Preis hochtreiben und da kann man diverse Sachen da noch mit reinrechnen und kriegt damit nachher mehr Abfindung. Ist aber insgesamt gar nicht so ganz einfach aus folgenden Gründen. Wir haben häufig in einem ordentlichen Arbeitsvertrag, ist das jedenfalls so, Ausschussfristen vereinbart. Danach müssen Ansprüche innerhalb von 3 Monaten schriftlich geltend gemacht werden. Manchmal müssen sie auch noch eingeklagt werden, aber wenn das nicht gemacht wird, verfallen diese Ansprüche. Jeder ordentliche Arbeitsvertrag hat solche Klauseln. Zurzeit sind aber Ausschussfristen häufig unwirksam, weil bestimmte Gesetzesänderungen wie Mindestlohngesetz da noch nicht berücksichtigt wurden. So schnell sind die Arbeitgeber nicht. Da lohnt sich also auch bei einer Ausschussfrist nochmal zu gucken, ob die vielleicht gar nicht greift, weil sie nicht wirksam ist. Dann können Überstunden grundsätzlich bis zu 3 Jahren, also Verjährungsgrenze, also teilweise sogar darüber hinaus, weil es ja immer das laufende Jahr noch zusätzlich ist, also quasi bis zu fast 4 Jahren können Überstunden geltend gemacht werden. Dann hat man allerdings noch so eine Verwirkungsgrenze, die ist aber in der Regel nicht so problematisch, weil kein Vertrauenstatbestand geschaffen wird. Natürlich macht der Arbeitnehmer die Überstunden mit Blick darauf, dass das Arbeitsverhältnis weitergeht und verzichtet zunächst vielleicht innerlich so ein bisschen auf die Geltendmachung und dass er komplett verzichtet, sollte man natürlich nicht vortragen, dann sind sie weg. Wenn dann dieser Vertrauen nicht erfüllt wird, weil der Arbeitgeber kündigt, dann denke ich, ist auch kein Vertrauenstatbestand da. Kann man natürlich diskutieren, aber ich sage mal so, wenn keine Ausschussfrist ist oder eine unwirksame Ausschussfrist, kann man darüber nachdenken, Überstunden wirklich bis zu 3 Jahren, vielleicht knapp 4 Jahren geltend zu machen. Damit ist es nicht getan. Es gibt weitere erhebliche Probleme, dann, wenn man sich die Überstunden hat, nicht abzeichnen lassen. Also idealerweise lasse ich die vom Vorgesetzten regelmäßig abzeichnen, dann habe ich die auch dokumentiert. Wenn das nicht gemacht ist, muss ich vor Gericht zum einen darlegen und beweisen, wann ich welche Überstunden gemacht habe. Dafür sollte ich zumindest einen Kalender haben, wo ich das fortlaufend eingetragen habe und idealerweise für den Beweis noch einen Kollegen, der mir das unterschreibt, der vielleicht mit auch Überstunden gemacht hat. Ja, das wäre eine Variante. Ich muss jedenfalls nicht nur die Überstunden darlegen, sondern ich muss die ganze Arbeitszeit darlegen. Ich muss sagen, 7 Uhr angefangen bis 9 Uhr, 9 Uhr 15, weil dann Pause war, bis 12 Uhr, 12 Uhr 30 bis 16 Uhr, weil dann Arbeitsende war, reguläres, 16 Uhr bis 18 Uhr, 2 Überstunden noch zum Beispiel. Ja? So muss ich das darlegen und dafür muss ich mir das zunächst mal aufschreiben, dass ich das auch glaubhaft vor Gericht dann rüberbringen kann. Häufig werden im Nachgang dann solche Listen erstellt, die sind dann aber oft unschlüssig. Das ist wie wenn sie ein Fahrprotokoll für das Finanzamt nach 3 Jahre später machen. Da geht dann oft was schief, da ist dann oft nicht plausibel und da kann man relativ schnell nachweisen, wenn man sich die Dinger genauer anguckt. Deswegen, wer überhaupt daran denkt, eventuell nochmal Überstundenvergütung zu bekommen und das im Moment aus strategischen Gründen nur nicht geltend macht, der sollte zumindest das ordentlich dokumentieren. Damit ist es noch nicht zu Ende. Man muss dann immer noch die Anordnung oder zumindest Duldung der Überstunden beweisen. Wenn die also nicht allgemein üblich sind, dass im Betrieb ständig Überstunden gemacht werden, dann muss man das auch irgendwie dokumentieren, am besten indem man vielleicht einen Mailwechsel herbeiführt, indem man den Arbeitgeber fragt, soll ich heute Punkt 16 Uhr nach Hause gehen bei Feierabend oder ich habe noch die und die Aufgabe, soll ich dafür Überstunden machen bis 8 Uhr? Wenn der Vorgesetzte sagt, na mach deine Aufgabe fertig, egal wie lange das dauert, dann hat man zumindest eine Überstundenanordnung. Die kann man auch beweisen, man hat ja die Mail, das reicht. Ja. Das zu Überstunden. Ansonsten fragen wir natürlich bei Kündigungssachen immer unsere Mandanten, was habt ihr noch für Sachen? Und da kommen natürlich immer die Überstunden. Wir machen die dann auch mit geltend, um dann auch ein bisschen den Abfindungspreis noch mit hochzutreiben. Sinnvollerweise wird man sowas dann versuchen, mit in die Abfindung zu bekommen. Warum? Weil wenn ich das als Überstunden auszahlen lasse, dann ist das normaler Arbeitslohn. Das heißt Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer.
wenn ich im Rahmen einer Gesamteinigung über eine Abfindung sage, alle anderen Ansprüche sind erledigt und damit vielleicht auch die strittigen Überstundenansprüche meine und entsprechend die Abfindung höher ausfällt, habe ich ja die Abfindung Sozialabgaben frei. Das heißt, da fließt mir tatsächlich einfach mehr Geld direkt zu. Ja, steuerbegünstigt ist hier auch noch ein bisschen die Abfindung. Und insofern ist das immer günstig, das nachher in die Abfindung zu bringen. Soweit Überstunden bei Kündigung, unser Thema für Sie. Folgt daraus, dokumentieren, am besten genehmigen lassen und abzeichnen lassen, zumindest aber die Ableistung dokumentieren und einen Zeugen regelmäßig seine Stundenlisten da unterschreiben lassen. Das ist ja dann immer sinnvoll, wenn der Arbeitgeber sich weigert, das zu unterzeichnen oder wenn das so aufwendig ist, weil man im Außendienst ist oder warum auch immer irgendwie man das nicht machen möchte, dann eben wenigstens einen Kollegen dazu bitten. Soweit. Danke für die Aufmerksamkeit. Tschüss.